So, zurück bei Alan Wake. Der Sturm zieht auf. Wir sind in der Psychiatrie seit der letzten Folge. In Dr. Hartmans Psychiatrie, quasi in der Lodge. Und wir müssen zum Zimmer zurückkehren, weil wir schreiben sollen. Wir haben aber überhaupt keinen Bock zu schreiben, respektive Alan. Ich habe den Stuhl beim letzten Mal hier in die Ecke geschmissen. Mal Das schauen. weiße Leuchten der leeren Seite vor mir tut mir in den Augen weh. Meine Hände zittern unkontrollierbar. Hey Wake, Sie bleiben hier. Ich sehe nach, was los ist. Machen Sie einfach mit dem da weiter. Und kein Ärger, okay? Die Rocker-Typen drehen durch. Ich kannte den Grund für den ganzen Tumult nicht, aber darin lag meine einzige Chance, hier rauszukommen. Wo hat er den verdammten Hammer her? Keine Ahnung, was das heißt. Du hast deine freudigen Schnauzen und Bielen hier. Oh, haben wir etwa Angst vor dem Verrückten? Jetzt passiert das mit dem Hammer und Mjölnir, oder? Ich glaube, er hat einen echten Hammer gefunden, nicht nur den Gummihammer von der letzten Folge. So, Barry in der Lodge. Hartman redete, während er Barry stolz herumführte. Immer wieder fing er von seinen Jagdtrophäen an. Barry war beeindruckt, doch er war wegen des Geschäftes hier. Er hob seine Stimme an und unterbrach den Monolog. Hey Hartman, wo steckt Al? Irritiert brach Hartman mitten im Satz ab. Er nickte einem hünenhaften Wärter in der Nähe zu. Der Mann lächelte und ließ eine geübte Hand auf Barrys Schulter klatschen. Na toll. Jetzt kommt Barry hierher und wird dann direkt wahrscheinlich von Hartman irgendwie gefangen genommen oder was? Also ich vertraue Hartman jetzt doch nicht mehr so ganz. Ich weiß nicht. Jetzt sind wir nicht mehr so schwach. Was? Was geht denn hier ab, Mann? Oh Gott. Sinclair sah übel aus. Das war kein blauer Fleck. Der alte Knacker hatte sie hart getroffen. Sie zu Hartmans Gehilfen hatte sie es verdient. Ich habe den Schlüssel zum Bürotrakt bei Sinclair gefunden. Ich musste in Hartmans Büro. Er hatte alle meine Manuskriptseiten. Dort bewahrte er sie auf. Jetzt hat er sich hier eingesperrt, der Schlägertyp, ne? Oh, ich habe den Hammer weggekickt. Wo ist der andere hin? Egal, komm, ich gehe zu Hartmans Büro. Das stand ja wirklich 1:1 auf der Seite, ne? Ich betrachtete das Foto an der Wand genauer. Auf ihm war das Klinikpersonal vor der Lodge zu sehen. Ich kannte den Mann neben Hartman. Er war der Entführer. Ja, Hartman klar. hatte die ganze Zeit mit mir gespielt. Was für ein Arschkopf, Mann. Das ist tatsächlich der Typ, ne? Der Mod oder wie der hieß. Ich meine, wer ist denn hier der Psychopath? Mein Gott, der Therapeut oder meine Fresse. Und was ist das hier? Das sind alles so Horrorbilder. Mod lässt Hartman im Stich. Hartman war nicht glücklich. Mord konnte es in seinen Augen sehen, also senkte er rasch den Blick. Er hatte es verbockt und er wusste es. Die Schande des Versagens lastete schwer auf ihm. Er hatte nicht erwartet, dass Wake um mehr Zeit bitten würde und hatte 2 Tage gestammelt. Weniger als Wake wollte, damit er sah, wer das Sagen hatte. Doch das war nicht Hartmans Plan. Ja, aber Entschuldigung, was war denn Hartmans Plan? Was soll das? Er lässt Ellen glauben, dass seine Frau entführt ist? Nee, nee, er sagt ihm, er hätte sie umgebracht, oder was? Nee, ich verstehe. Nee, er hat ja gesagt, Alice hat einen Unfall und Wake sei jetzt quasi posttraumatisch belastet und müsste deswegen hier in Therapie kommen. Bla bla bla, aber warum sollte er denn das tun? Warum sollte er diese Geschichte von der Entführung erzählen oder planen? Verstehe ich nicht. Und Mod, den hat ja die alte Barbara geholt, ne? Und dasselbe wird jetzt wohl auch Hartman passieren, habe ich so das Gefühl. Laut Beschriftung auf den Bändern handelte es sich um Hartmans Mitschnitte von Patientensitzungen. Auf einem der Bänder stand Alice' Name. Einen Moment lang stand mein Atem. Alice Wake? Hä? Warum? Ich verstehe es nicht. Okay, warte, wir spielen das ab. Also, Mrs. Wake, was können Sie mir über Alans Probleme berichten? Er gerät immer mehr außer Kontrolle. Auf den Partys ist er ständig so von Zorn erfüllt. Er wird gewalttätig. Ihnen gegenüber? Nein, nicht mir gegenüber. Nein, niemals.
Was würden Sie ihm sagen, wenn er zuhören würde? Ich weiß nicht. Ich möchte sagen, ich sehe dich an und das bist nicht du. Nur irgendein Fremder, der dir ähnlich sieht. Er sieht mich durch deine Augen an. Und ich mag ihn nicht besonders. Und jetzt geht alles den Bach runter. Aber sagen Sie das denn nie? Nein, nein. Ich habe es versucht, aber er hört mir nicht zu. Er ist zu sehr in seine eigenen Probleme versunken. Redet immer über etwas anderes. Ich habe solche Angst, dass ich ihn verlieren werde und dass wir nicht mehr miteinander sprechen werden. Er lässt mich nicht mehr an sich heran. Lässt mich im Dunkeln stehen. Ich bin so allein hier. Selbst wenn er zu Hause ist. Ich brauche Hilfe, Doktor. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Wenn Sie ihn einfach erschaffen, werde ich mein absolut Bestes geben. Ja, aber Doktor, Sie müssen vorsichtig sein mit ihm. Er wird Ihnen nicht einfach so zuhören und mit Ihnen kooperieren. Er ist der größte Dickschädel, den ich kenne. Das behalte ich im Hinterkopf. Als ich Ihre Stimme hörte, das, was sie sagte, fühlte ich mich glücklich, angewidert und schuldig zugleich. Das Schlimmste war, dass ich die Worte wiedererkannte. Ihr Anruf, er war nur ein Mitschnitt, nur eine Aufnahme. Also war das... Also kann es sein, dass Sie, also Alice, bevor wir überhaupt hierher gekommen sind, schon mit Hartman in Kontakt war und wir nur deswegen hergekommen sind, damit quasi Alan therapiert werden kann? War das Ihr Plan? Aber warum dann diese Inszenierung mit der Entführung? Warte, der ist doch irgendwo. Barry? Wurde auch Zeit! Barry, Mann, bin ich froh, dich zu sehen. Wir müssen zu Hartmans Büro. Das ist gleich nebenan. Alles klar? Ja, ich meine nein. Die Cops haben mich im Wagen von Rose gefunden. Die waren aber ganz okay zu mir. Ich bin hier ganz klar ein Opfer und habe verlangt, wie eines behandelt zu werden, weil ich sonst ihre Ärsche verklage. Apropos Ärsche, dieser FBI-Typ hat mich aufs Korn genommen, aber ich hatte keine Ahnung, wo du warst. Der ist verrückt. Aber er ließ mich gehen und dann habe ich den Anruf von Hartman erhalten, dieser Ratte. Er meinte, dass ich dich hier abholen soll. Aber als ich ankam, haben mich zwei Typen zusammengeschlagen und eingesperrt. Was? Woher hast du den Starschnitt? Den habe ich aus dem Diner geklaut, um bloß das anzuzahlen, was sie mit uns abgezogen hat. Ja, das ist eine harte Bestrafung. Komm schon, Kumpel, wir müssen los. Alter! Jetzt hat er das Pappteil mitgenommen. Und steht jetzt einfach hier in der Türe, hinter der Türe, mein Gott. So, Thermosflasche. Na gut, immerhin haben wir Verstärkung jetzt. So, jetzt bin ich gespannt. Das hier sind alle Seiten, die ich bei mir hatte. Und mehr. Alan, bitte. Sie fallen wieder zurück in... Noch eine Lüge und ich schieße Ihnen in die Fresse. Ah, ja. Ein Versuch war es wert. Echt, Wake. Kommen Sie. Lassen Sie uns das gemeinsam angehen. Sie haben keine Ahnung, Hartman, was... Hartman, Klappe! Barry, jetzt raus mit dir. Ich hol dich ein. Besorg uns ein Auto. Oh, Al. Lass los! Wake, hören Sie mir zu. Das ist ein Fehler. Sehen Sie das nicht? Zusammen können wir etwas absolut Wunderbares erschaffen. Mit Ihren Fähigkeiten und meiner... Tja. Wie er lächelt. So viel zu... So viel zur Einbildung, ne? So, Hartman sieht, wie Wake fällt. Hartman verfolgte Alan Wakes Sturz durch sein Fernglas. Als der Schreiber aufs Wasser prallte, befahl er Jack, mit dem Boot hinzufahren. Die Position war dank der Extralichter auf dem Boot in der Dunkelheit gut zu sehen. Die Leuchtfackel trieb brennend auf dem Wasser. Jack drehte das Radio lauter, der Motor spuckte. Die Musik war grob und rasselnd. Den Anderson-Brüdern hätte sie sicher gefallen, doch Hartman ignorierte sie. Wake war endlich zum Greifen nah. Das war aber bevor der ganzen Szene hier in der Psychiatrie jetzt. Das war da, als wir gefallen sind, oder?
Macht zwar irgendwie aber von der Reihenfolge her überhaupt keinen Sinn. Spielt wahrscheinlich aber auch keine Rolle, ne? Weil Mort ist ja auch schon lange tot. Okay. Oder eben nicht, ich weiß es ja nicht. Aber wenn die Schatten kommen, denke ich, dass die Leute dann verschwunden sind oder tot sind. Oder besessen. Irgendwas von beiden. Ich musste einen Ausweg finden. Ich baue eine Taschenlampe. Ah! Scheiße. Einfach nur flüchten. Das ist alles. Hey, wie unfair. Ja, aber wo soll ich jetzt Licht hernehmen? Sehr gut. Autsch. War das der Bisonkopf? Weg mit euch. Gott. Was für ein Chaos. Was war da? Ah. Noch eine Manuskriptseite. Alter, was für ein Chaos. Er war kein Schöpfer. Er hatte keine Ambitionen dahin und wollte auch bestimmt nicht so enden wie all die Künstler, die er hier behandelt hatte. Ihre Schäden waren schwer zu beschreiben. Oder Schlimmeres. Es reichte ihm, kreative Kontrolle zu haben und die Richtung zu weisen. Wie ein Produzent. Genau das war es, was die meisten von ihnen ohnehin brauchten. Natürlich waren passende Subjekte eher selten. Also was Hartman genau... Ich verstehe es nicht. Was er genau wollte, wie er involviert ist, ich verstehe es gerade noch nicht. Vielleicht später. Oh je, die Kugel kommt rein, oder? Na toll, super festgebackt. Hey Kugel. Ja, toll gemacht. Warum ist hier zu? Vielleicht schafft sie Kugel. Oh oh, das wird heftig. Das war nicht so gedacht, aber was soll's. Die Kugel hat uns benutzt, um die Tür zu öffnen. Ist ja auch nicht schlecht. Du musst durch das Heckenlabyrinth dort drüben. Ich habe keine Taschenlampe. Hier, Al! Gut. Immerhin. Oh Gott, zieh dir das Haus an, Al! Pass auf! Alter. Ja, ich komme ja gleich. Die Schatten machen das ganze Haus zunichte, ne? Was ist mit den ganzen Patienten? Wo sind die alle hin? Die sind wahrscheinlich alle tot. Aber die beiden Rockstars, die sind eventuell entkommen, ne?
Jetzt muss ich noch durchs Labyrinth. Oh mein Gott. Jetzt kommt dann gleich der besessene Hartmann um die Ecke rum. Ja, danke, Barry. Ich komme schon klar, solange ich eine Waffe und eine Taschenlampe habe, komme ich klar. Autsch. Don't trust Emil. Okay, danke. Das hätte ich nicht gebraucht, weil Ellen hat ihm nie getraut. Und ich nur mal so kurz, aber war trotzdem ein Arsch. Aber was genau Alice dann sich von ihm erhoffte, weiß ich halt auch nicht. Dann hat sich Ellen eigentlich so ein bisschen hinterhältig hierher gelockt und dann ist diese ganze Scheiße hier passiert. Toll. Das hat sich echt gelohnt. Wake sieht die Bühne der Old Gods. Ich betrachtete den Wikinger-Krimskrams, der um eine erstaunliche Hauptattraktion verstreut lag. Eine große Bühne, komplett mit riesigem Soundsystem und allem drum und dran, inklusive eines Drachens. Man musste schon besonders irre sein, um derlei in der Einöde zu errichten. Als sich der Himmel mit einem Knall auftat und die Musik laut dröhnte, fühlte sich das seltsam passend an. Alter, was passiert denn da noch alles? Geben die Rocker vielleicht ein Konzert? Bin ich jetzt im Kreis gelaufen? Nein, oder? Ja, toll. Schön in der Sackgasse gelaufen. Jetzt habe ich mich extrem doof angestellt und jetzt muss ich alles normal machen. Witzig. Die bösen Buben. Ja, sorry, ich wusste, dass du kommst. Zweimal kriegst du mich nicht. Ah, jetzt, aber in die Sackgasse rein laufe ich trotzdem, ne? Muss jetzt die Manuskriptseiten auch nochmal sammeln? Wahrscheinlich ja, oder? Ja, natürlich. So, jetzt Vorsicht, dass ich nicht wieder in die Sackgasse reinlaufe. Ja, komm, es reicht einfach. Der braucht ein ganzes Magazin. Ernsthaft? Was für ein Brocken einfach. Boah, ich hasse Labyrinthe. Ich hasse es. Hartmann und der Stromausfall. Hartmann rannte den Korridor entlang. Er hatte Wake nur ungern verlassen, als er am empfänglichsten für die Therapie war. Doch dies war kein normales Unwetter. Wake hatte geschrieben und hatte etwas in den Tiefen des Sees geweckt.
Jetzt wollte es ihn holen. Hartman hatte sich natürlich auf so eine Situation vorbereitet. Die irren Brüder würden Wake ablenken, während Hartman zur Sicherheit alles noch einmal prüfte. Mich würde extrem interessieren, was er denn genau mit Wake wollte. Weil offenbar wusste er ja von diesem Schwarzen, diesen Schatten. Und dann hat er ihn ja auch schreiben lassen, damit die quasi aktiviert werden. Aber was wollte er dann genau machen? Oh nein, wer ist das? Ist es Hartman? Es muss eigentlich Hartman sein, der jetzt besessen ist. Ah, der Schläger. Der Schläger ist es. Geh weg! Ach Gott. Ich habe den Namen von dem Typen schon wieder vergessen, aber es war der Typ, der Schläger von Hartman, ne? Oh, eine Leuchtpistole. Nice. So, jetzt sind wir wieder einigermaßen gut ausgerüstet, obwohl ich habe noch einen Schuss. Ne, das ist die. So, hier 29. Ich dachte, es wäre Hartman, aber ich glaube, Hartman, der wurde direkt erledigt. Sein Handlanger, der wurde dann besessen quasi. Sheriff. Und schon wieder müssen wir uns den Weg rauskämpfen. Aber es ist auch wieder ein extrem langer Umweg, den ich gehen muss, ne? Es gibt keine Manuskriptseite mehr. Oh, nice. Schrotflinte. Ah, hier ist noch eine Manuskriptseite. Perfekt. Mott hat das Sagen. Mott wusste, dass Wake klüger war als er. Wake hatte mehr Geld, eine schöne Frau, alles. Und Hartman sagte, Wake sei wichtig. Also war er besser als Mott. Aber Mott hatte jetzt das Sagen. Er dachte, dass Wake wimmern und kriechen würde, doch stattdessen schien es, als wolle er kämpfen. Mott wusste, dass er Wake erschüttert hatte. Wenn er wirklich seine Frau hätte, der Gedanke ließ ihn erzittern. Ich schätze, das hat sich der Mott auch ein bisschen anders vorgestellt. Sind das die Gärtner oder was? Die sind immer so fies, Mann. Ich kann einfach gar nicht mehr ausweichen irgendwie. Es funktioniert einfach gar nicht. Ah.
Und dann springen sie mich immer direkt wieder von hinten an, weißt du? Da hocken sie in den Büschen, Mann. Die sind auch schneller als ich. Alter, das gibt's doch einfach nicht. Ich kann nicht ausweichen. Ich kann's nicht. Es geht nicht. Die wissen genau, wo ich hingehe. Ah, komm, weißt du was? Ich habe keinen Bock da drauf. Wobei, das bringt halt auch nichts. Ich nehme. Ach komm, das muss doch zu schaffen sein, mein Gott. Sag mal! Mach den. Mach denn das Licht jetzt aus, Nick. Auch. Alter, willst du mich eigentlich komplett verarschen gerade? Mach denen das Licht jetzt auch nichts mehr aus, ne? Die bewegen sich einfach weiter. Das kümmert die einfach gar nicht. Ich hab wirklich. Na komm, ich lock die jetzt alle an einen Punkt und dann war. Schaffe ich auch nicht. Wetten? Ja, klar, natürlich. Ja. Alter, was ist denn los? Ich habe kaum noch Kondition. Die hitten mich die ganze Zeit. Ich komme ja gar nicht mehr weg. Seit wann sind die so stark einfach? Alter! Boah, ich bin mal ausgewichen, ein Wunder. Na endlich. Mein Gott, ey, das war jetzt voll nervig. Aber die brauchten auch so lange, bis die mal endlich erlöst waren von der Dunkelheit. Und dann waren sie noch so schnell. Und dann, oh, dann hat 3 Schuss pro Person. Ja, es ist schon. Der Schwierigkeitsgrad hat ein bisschen angezogen, habe ich das Gefühl. Oder ich stelle mich einfach extrem doof an. Kann natürlich auch sein. Jetzt habe ich mich echt kurz mal. Lass mich doch einfach mal in Ruhe, bitte. Was der Wake schon wieder für einen Unweg macht. Weißt du, ich wäre direkt über den scheiß Zaun geklettert. Mein Gott, Barry wird von einem Besessenen angegriffen. Fürs Erste war Barry nur froh, den Sturz überlebt zu haben. Er war von Al getrennt worden und wieder hochzuklettern würde nicht leicht werden. Er sagte sich, dass er mitten in der Nacht im finstern Wald klarkommen würde. Er würde warten, bis Al einen Weg heruntergefunden hatte. Barry drehte sich um, als er schwere Schritte hörte und die Bewegung sah. Der menschenähnliche Schatten sprang ihn mit erhobener Axt aus den Büschen an. Barry schrie und warf seine Hand hoch. Die Welt explodierte. Was? Die Welt explodierte? Gleich so? Oh Mann, das wird ja lustig. Der arme Barry wird jetzt auch noch hier reingezogen. Ja gut, die Vögel brauche ich jetzt auch nicht unbedingt schon wieder. Und immer schön zu zweit, ne? Zu dritt. Ja, warum nicht zu dritt? Klar. Verpisst euch. So, das lief jetzt deutlich geschmeidiger. Ich krieg wieder so viel Zeugs, das passt mir nicht.
Thermosflasche. Das heißt, ich muss wieder gegen den Boss antreten oder sowas. Eigentlich möchte ich gerne Hartman noch sehen als Schattenwesen, ne? Hartman stellt Wake ruhig. Hartman sah zu, wie Wakes Gesicht sich entspannte. Der Mann war fraglos ein Kämpfer. Noch auf dem Bett hätte er Hartmans Nase fast ein zweites Mal gebrochen. Doch mit ein wenig Zeit würde er Wake schon brechen und in die richtige Richtung lenken. Wake war das vielversprechendste Versuchsobjekt seit Tom. Schlafen Sie gut, Alan, flüsterte Hartman lächelnd. Ich kümmere mich um Sie. Er schniefte kräftig, um seine pochende Nase frei zu machen. Das Blut schmeckte er kaum. Aha, Thomas Zane, das war ja der Vorgänger von Wake quasi, ne? Der war auch Schriftsteller und der wurde von der Dunkelheit benutzt, um diese Geschichte zu schreiben, warum auch immer. Und ich denke, Hartman hat Tom vielleicht auch betreut oder therapiert, so eine Art, und hat dann so gemerkt, was der kann, ne? Oder was er genau macht mit der Dunkelheit. Und ich denke, das wollte er gewinnbringend einsetzen und das jetzt mit Ellen nochmal versuchen. Hat nicht geklappt. Aber so langsam wird ein Schuh draus. Aus dem guten alten Doktor. Ist das Barry da hinten? Yes. Bist du ein Trottel? Mach das Tor auf! Ich hab ihn gleich, nur keine Sorge! Hallo Jungs, können wir verhandeln? Ja, bin schon dabei! Wo kommt denn der jetzt her? Mann. Zum Glück hatte ich die Leuchtpistole. Er hat aufgemacht. Oh. Sind zum nächsten Auf Wiedersehen in Bright Falls Schild. Okay, wir fahren jetzt zur Anderson Farm. Ich wusste, dass du sowas sagen würdest. Weißt du was? Für die Sache habe ich echt was gut bei dir. Wenn wir das überstehen, wenn wir es schaffen sollten, dann bin ich fertig mit der Dunkelheit. Das kannst du mir glauben. Du kaufst mir eine Sonnenbank und dann lebe ich für den Rest meines Lebens da drin. Das war's mit der Lodge. Und der Pappaufsteller sitzt auf dem Rückbank. Auf der Rückbank. Oh Mann, war das nervig, aber der Schluss war jetzt gut, ne? Das war deutlich besser. Oh Mann, ich bin schon wieder bei 34 Minuten. Muss noch einen Cut machen jetzt gleich. Alter Bleifuß Barry. Aber das macht nichts, Barry. Oh, du sagst es, du bist komplett irre. Du bist bei weitem der verrückteste Typ. Aber vielleicht muss das sein, wenn man es mit so verrückten Sachen zu tun hat wie wir. Es hilft. Sowas passiert, Barry. Alice. Sie hatten Alice nie. Sie ist gefangen im Dunkel am Grunde des Sees. Aber sie ist nicht tot. Al, woher willst du das wissen? Ich weiß es, Barry, ich kann... Al, ich... Ich weiß, hör zu, ich kann sie zurückbringen, kann sie wiederfinden. Dieser Ort hat etwas Besonderes. Der See. Er beeinflusst irgendwie die Kunst, die hier erschaffen wird. Er macht sie wahr. Aber da ist ein Haken, das Dunkel, was auch immer das ist, verdreht alles nach seinem Willen. Das ist der Grund, warum das alles passiert. Es benutzt mein Manuskript, um alles zu übernehmen. Al, ich glaub dir ja. Das ist Thomas Zane schon passiert und auch den Andersons.
Ich glaub dir, du bist durchgeknallt, aber nicht wahnsinnig. Sonderbares geschieht hier in der Tat. Ich bin dabei, Mann. Ich bin dabei. Die Andersons wussten Bescheid. Aber sie waren von den Pillen so zugedröhnt, dass sie es mir nicht erzählen konnten. Aber sie haben es aufgeschrieben. Eine Nachricht auf ihrer Farm. Wir müssen sie nur finden. Pass auf! Scheiße. Warum bin ich jetzt rausgeflogen? Ich hatte meine Waffe verloren. Barry war nirgendwo zu sehen. Ah, vielleicht bin ich rausgefallen und Barry ist weiter nach unten gestürzt.